War Techno in den 90ern bei euch auch so populär in Schweden? Ja, sicher. Ja? Und ist Westbam bei euch eine große Nummer? Nee. Nicht so, ja? Nein. Okay, naja, wir haben ihn trotzdem eingeladen. Okay. Hier ist DJ Westbam! Du hast die Dame gar nicht begrüßt. Ich begrüße. DJ Westbam! Die Tanzshow gesehen und nicht Maximilian Mudels. Oh. Was sagst du? Ja, eine großartige Tänzerin, sagt ich. Ja, ich lobe sie. Das haben wir vorhin ja schon Tanzshow, gesprochen. Also, wir Techno-Leute haben eher die Tanzshow gesehen. Oh. Die bürgerlichen Tänze. Und wir Widerlinge, wir Widerlinge haben den Dschungel gesehen. Wo du hingehen sollst. Ja, vor allem haben wir eine komplette Disco eigentlich, das haben wir vorhin schon besprochen. Mhm. Hier wo ist am denn Start, die Lichtorgel? Den DJ und die Tänzerin. Ja, und die Lichtorgel. Naja, hier, wir haben jetzt ein paar Lampen hängen. Das muss reichen. Okay. Möchtest du was trinken, Max? So was bist hast ja dein bürgerlicher denn? Name. Was hast du denn da? Apfelsaft, Cassis, okay. Orange. Ich könnte dir ein Käffchen machen. Cassis, ich glaube, das war das nicht der Ort, wo ich morgen hin muss? Musst du morgen nach... Nee, der hieß Jerez, glaube ich. Spanien? Aber Cassis hört sich so ähnlich an. Ein Käffchen könnte ich noch machen? Okay. Was Alkoholisches und Wasser. Auch? Ja, oh, da habe ich was ganz, ganz Feines. Oh. Rotkäppchen-Sekt. Ganz lecker. Mm. Jetzt ist natürlich eine schwere Entscheidung. Willst du den haben? Ja, gerne. Sollen wir den mal trinken? Machst du den mal auf, bitte? Ich bin mal so lieb. Mhm. Sag mal, du bist jetzt ja quasi vom wilden Techno-Hengst, ne, zum quasi Familienvater mutiert. Ja, aber ich gebe morgen in Jerez, nicht in Cassis, in Jerez gebe ich den wilden Techno-Hengst. Aber heute Abend bist du bei den Kindern? Ja, Vater. Wie alt sind sie jetzt? 3 und 5. 3 und 5. Und wie ist das so vom... Boah. Wunderbar. Wir haben keine Sektgläser. Das Lustige ist, der Rotkäppchen-Sekt steht immer hier und den will nie jemand trinken. Inzwischen stellen sie schon gar keine Gläser mehr hin. Okay. Soll ich den aber mit Cassis mischen? Dann ist es fast ein Key Royal. Ja. Ja, wäre das was? Nein. Hast du vielleicht ein bisschen Eis? Aber natürlich. Ich darf mal mit der Hand? Ja, ja, natürlich. Natürlich, wenn man Kinder hat. Ja, auch bestimmte Hände gewaschen. Ja, so ja, wie man ja müsste. Das habe ich, mal irgendwo gesehen. Ich glaube, Michael Ammer hat das mal erklärt. Mit Eis müsste man den schnell wegarbeiten, dann gibt es kein saures Aufstoßen. Mhm. So, wie ist denn das jetzt mit den Kindern? Siehst du die dann überhaupt, wenn du tagsüber schläfst und nachts unterwegs bist? Ja, ja, also Vater kommt nachts nach Hause, reißt die Kinder aus den Betten, dann gibt's erst mal einen. Nein, nein. Also Erziehung. Also, genau. Natürlich besoffen dabei. Genau. Vater kommt laut lachend und betrunken nach Hause des Nachts, wie man sich das vorstellt, reißt die Kinder zur Begrüßung aus dem Bett. Und wie alt sind sie? Muss man also quasi jetzt schon seine Drogen mit denen sozusagen teilen, im übertragenen Gesinn mal gesprochen? Oder ist es noch so? Das erinnert mich, ich war irgendwann bei Kollegen Raab, der kommt da hinter die Bühne und sagt, oh, Westbam, du lebst auch noch bei den ganzen Drogen? Ich meine, hat man da ein Imageproblem oder nein, was geht? Das ist doch, nur weil ich hier Rotkäppchen-Sekt trinke, heißt das noch lange nicht so sagen. Ja, das ist aber schön, dass wir damit die Chance haben, damit aufzuräumen. Das ist ja im Grunde eigentlich ins Mittlerweile Techno, ja, Disco, obwohl, ausgehende, saubere Sache, gerade hier in Berlin. Ja, muss man ja mal sagen. Ja, Leute denken immer, es wär so mit viel Alkohol und Drogen verbunden. Das stimmt ja eigentlich nicht. Nee, also zum Thema Alkohol weiß ich, dass ich irgendwann mal mit einem alten Kollegen von mir morgens um 11 in so eine Disse gegangen bin, die dann, wo wir dachten, jetzt gucken, also wir waren frisch ausgeschlafen, jetzt gucken wir uns die ganzen Leichen an. Und dann sagt er zu mir, du Max, die sind ja ganz nüchtern, das sind sonst immer nur wir. Das hat mir zu denken gegeben und da habe ich mein Leben verändert. Da hast du angefangen, auch mal ein Gläschen zu trinken. Ein Gläschen Rotwein zum Essen, das ist ganz schön, weißt du? Für den Geschmack. Ein Gläschen Rotkäppchen beim Nils Ruf, das ist ganz schön, mit schön viel Eis. Wir haben mal zusammen ein Video gedreht, vor ungefähr 10 Jahren. Und damals habe ich 30 Kilo weniger gewogen. Wir schauen mal kurz rein. Stalingrad, Stalingrad, Deutschland Katastrophenstaat.
Stalingrad, Stalingrad, Deutschland Katastrophenstaat. Stalingrad, Stalingrad, Deutschland Katastrophenstaat.